Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Ah, ich sehe gerade, ist das eins von meinen? Nee, tatsächlich nicht. Ah, gut. Immer schön zu sehen, wenn man Bilder sieht. Die man kennt. Achso, kann ich das gerade gar nicht zeigen. Warte mal kurz, mal kurz umschalten. Workspace 3. Ich habe so viele Workspaces. Nein. Nein. Ah. Ach, ich bin blöd. Ich habe doch hier. Meins auch falsch. Da hinten. Das Bild. Ist gerade da angezeigt. Gut, dem Scharfstellen hat mal gar nicht funktioniert. Warum schaltest du nicht scharf? Du Arsch. Ey, Scharfstellen. Hallo, hallo. Whatever. Whatever. Ups. So. Ist ja dunkel wieder bei mir. Tada. Ist natürlich ein bisschen abgeschnitten, aber gut. Ist halt Breitbild, kein Hoch, also kein Porträtformat. Egal. Weiter im Text. Tja. Sehr schönes Bild. Ich sehe gerade allgemein, so die Bilder, die ich bei mir hinter mir habe, also die man hier sieht, sind gar nicht, also keins von den Bildern ist ein Bild, was ich da vorne bei mir habe. Also da, überall. Habe ich damals extra aufgepasst, dass ich keine Bilder doppelt habe? Warum auch immer. Weil, was ja eigentlich gar nicht so schlimm wäre. Weil ich sehe die Bilder sowieso nicht. Die sind ja hauptsächlich für euch. Und die für mich. Von daher könnte ich auch Bilder doppelt haben. Naja. Eigentlich sind die Bilder sowieso nur, weil wir gerade danach waren in dem Moment. Weil da war ja dieses alte Bild. Dieses Gemälde. Was ich abgenommen habe, weil hässlich und so. Also, Geschmackssache, ich weiß, aber für mich war es halt hässlich. Zeit zu gehen. Und ja, als ich es abgenommen habe, dachte ich mir, ja, kannst du auch gleich neue Bilder hinhängen. So, warum eine weiße Fläche haben? Ja. Weil ich in dem Moment eh gerade Bilder rumliegen hatte. Erstmal hier allerwichtigste Musik. Was ist denn das für ein riesiges Schild? Das ist mal ein großer LCD-Screen. LED-Screen. Darf ich erstmal Doom spielen, Alter. Let's go. Das sah sehr nach Schwarz-Weiß aus. Also. 1-Bit Farbtiefe. Auch wenn es gelb war. Aber erstens war es halt nur gelb. Und vor allen Dingen ist solche Dinge in der Regel auch aus Einfachheitsgründen auch in der Regel nur mit einem Bit angesteuert. Das heißt, entweder ist eine LED an oder aus. Von daher, das Ding als Bildschirm zu entfremden wird ein bisschen schwierig. Aber ich meine, Doom wurde auch schon auf schlichteren Sachen gedingstert. Portiert. Das war was ich gesucht habe. Warum ist hier ein Laden mit auf der Straße? Holy shit. Ich weiß, hier ist Baustelle und alles, aber trotzdem. Gut, vielleicht ist hier die Baustelle einfach schon so lange, dass das Teil der Landschaft geworden ist. Weil ich sehe hier auch keine Straße. Also ich schätze mal,
Ja. Das wird doch noch ein paar Jahre so bleiben. Also kann man doch einen Laden hinstellen. Gott, hier müssen ja schon wieder pennen. Nur am Pennen, der Junge. Ja. Können wir aber erst nach der Mission machen. Das heißt, haben wir noch 3 Stunden. Brauchen noch 2 Stunden. Sieht also gut aus. 1 Stunde Reserve haben wir. Und ja, nach dem Auftrag, ne, müssen wir direkt pennen gehen. Tatsächlich. Bremst doch nicht hier vor mir. Junge. Dicker Chromfelgen. Hier sieht aber auch geil aus. Heilige Scheiße. Boah, so richtiges grünes Wasser, Alter. Sehr geil. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das Grün ist immer ohne schön, schönes Grün. Schöner Grünton. Nimm diese Ausfahrt. Grüner Radweg? Was ist das denn? Oder ist das allgemein, dass er gesperrt ist? Nee, doch, es ist Radweg. Lol. Grün. Sehr interessant. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Sieht ja aber echt schnick aus. Sieht aus wie so ein Parkgelände. Sieht aus wie so ein Stadtgebiet, was erst so gerade so frisch angelegt wurde. Überall hier diese jungen Bäume, hier in der Mitte. Noch alles schön blank und schön. Die Länder hier, noch alles schön gelb und so. Ist doch hier alles locker neu. Nach 10 Jahren sieht doch alles mittlerweile mal scheiße aus. Oh, Obstwände. Was ist das für ein Gelände? Oh ja. Nimm diese Ausfahrt. Ey! Was ist mit dem los? Hä? Ist der gerade von der inneren Spur rausgefahren? Das darf man doch gar nicht. Man muss doch erst von der inneren Spur auf die äußere Spur wechseln und erst dann darf man rausfahren. Vor allen Dingen nicht, wenn da gerade ein LKW lang fährt. Egal, ob ich jetzt abgebogen wäre oder vor allen Dingen, wenn ich gerade weitergefahren wäre, der hätte ich den erst recht mitgenommen. Was mit dem verkehrt? Hammer, Nackoin. Kein Respekt mehr, die Jugend. Na, Auflieger ist noch heile. Alles in Ordnung. Der Fracht geht's auch gut. Gut, ich meine, wir haben medizinischen Impfstoff, da kann man nicht viel kaputt machen.
da muss ich wirklich mit dem Auflieger schon ja, einen Überschlag machen, damit irgendwas kaputt gehen kann. Weil so stark, wie das Ding mal eingepackt ist. So. Selbst wenn du den LKW ordentlich durchschüttelst, passiert da nichts. Wie gesagt, da muss ich mich schon wirklich auf dem Auflieger abrollen. So, dass ich den Auflieger wirklich verdelle. Damit da irgendwas passiert. Nimm diese Ausfahrt. Dann müssen wir wieder hier im Strandgebiet sein, ne? Ah ja, guck mal, das gehört. Da ist sogar schon Strand. Schon wieder Maut. Wow. Ich will da langfahren. So, jetzt aber hier genau Augen auf. Okay, oder oben. Wir müssen hier, Route finden. Wir müssen noch ganz rechts. Ah, das heißt, da wo abgesperrt war, hätte man lang gemusst eigentlich, wenn er nicht abgesperrt gewesen wäre. Aha. Interesting. Da unten aber Stacheln, Alter. Heilige Scheiße. Ist das Flugabwehr oder was? Unsere Kunde da war die. Ja, ja, ist ja gut. Der Kunde kann nicht mal selbst. Und zwar diagonal. Ey, was ist mit dem los? Oder war mir zu schnell? Wahrscheinlich. Es gibt Gas, Junge. Genau, verpiss da. Oh, schön grün hier. Holy shit. Das ist meine Landschaft, Alter. Guckt euch das mal an. Holy Wackamoli. Ich seh nix. Oh, Alter, ist das ein schönes Gebiet hier. Dann macht ein Flugzeug Senkrechtstart. Let's go. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Warum blink ich? Bitte rechts halten. Nur diese Ausfahrt. Der ist schon wieder so ein Senkrechtstarter. Heilige Scheiße. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten.
geradeaus. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Alter. Sehr geil. Sehr, sehr schön gemacht hier. Die ganzen Landschaften. Vor allem das. Sehr schön. Nein, das Tablett ist rot. Gibt es schon? Holy shit. Ja. Ja, gut geschätzt mit der Stunde Restzeit. Ich war also genau nach Plan durchgekommen. GG. Ist denn lang? Ist das gar nicht abgesperrt? Okay. Wir sind fertig. Noch heiß. Und die Fahrt erfolgreich gerade abgeliefert. Achso, ich kann mir gleich mal hier. Ja, ich sind wir schon fast alle Kredite los. Noch einer ist wieder. Easy. Wo kommt der Flieger her? Sehr unfreundlich von dir, böser Flieger. Ich will mal hier reinfahren, auch wenn wir eigentlich schlafen müssten, aber scheiß mal drauf. Ich will mal gucken, was es hier zu sehen gibt. Ist hier immer Flughafen. Kann also schon ein bisschen spannend werden. Oh, neue Passage. Mhm. Hab ich so doch gedacht. Oh, das ist eine Schranke. Au. Oh, schade. Aufs Flugfeld kommen wir also nicht drauf. Ne. Jetzt nur hier der Parkbereich. Schade. Hat der Gott, wir kommen für aufs Flugfeld drauf oder so. Mal nicht so. Sie werden müde, ich weiß. Ach, das ist auch noch schon. Warum sind überall Schranken? Verdammt. Gut. Ja, nee, da kommst du auf, gar nicht darauf. Da kommst du wirklich nur aufs Parkgelände. Mann, das ist schade. Hier sind bestimmt Alpha-Wände. Oh. Ja, ich häng's sogar schon dran. Ja. Voll der Alpha-Wand. Das ist ja deprimierend.
schade. Hatte irgendwie ein bisschen mehr gehofft. Nachdem ich jetzt bei ATS. Ja, über gleich. Schade. Nachdem ich bei ATS diese Teststrecke da von der Mutterfirma von Canvas und Mac und Peterbilt, gibt's ja dieses Testgelände da. Und irgendwie hatte ich gehofft, dass vielleicht auch das ein etwas größeres Gebiet ist, was man da will. So als Lieferant ein bisschen weiter reinkommt als nur die normalen Passanten, aber sieht nicht gut aus. Leider nicht. Sehr, sehr schade. Hat sich also mal gar nicht gelohnt. So, mal auf hier. Muss nach Hause, muss ins Bett. Warum fährt der jetzt nach links? Die kommt doch nur wieder rauf. Als fährt er im Kreis oder was? Dummer Junge. Gut, dann fahren wir mal vorne bei der Kreuzung nach links. Da war ja ein Parkplatz, wo wir pennen können. Aber da pennen wir mal. Ich glaube gleich zweimal. Also wachen wir mitten in der Nacht auf. Ist ja auch scheiße. So. Warum ist da ein LKW? Ist ja auch scheiße so. Was habe ich gesagt? Über Schleudern und Driften? Schleudern macht viel mehr Spaß, ja. Oh. Das ist das Rückgebiet. Lol. Oh. Ich muss doch eher da hinten hin. Natürlich pisst es auch. Den wollten wir eh zweimal schlafen. Es pisst immer noch. Was ist denn das für ein Dreck? Für Drecks live. Nee, sorry, aber Piss habe ich jetzt. Ah, gut. Pisse habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. So, mal gar keine Lust. Neue Passage. Da folgen wir der mal. Oh, das ist aber hier ganz schön Nadelöhr. Wow. Also, wenn ich gerade fragt, wo ich eigentlich hinfahre, ich will noch mal zu dieser einen Stelle, wo wir vorhin lang gefahren sind. Da war so eine schöne Aussichtsplattform, würde ich gerne mal ausrichten. Oh Leute, fahrt. Theoretisch müsste ich jetzt bloß der geilen Straße folgen. Weil das ja das so lang gefahren sind. Oh, der springt einfach dahin. Weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie lang die Strecke ist. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hier wieder 10 Minuten hin und her fahre. Das wäre auch ein bisschen traurig.
Ich glaube, das müsste jetzt der letzte Kreisverkehr sein. Hier die Straße, das müsste sein. Genau. Da geht es dann auch wieder ins Gebirge. Und hier müsste es auch irgendwo gewesen sein. Ich wollte da nur nicht vorhin stehen bleiben. Oh, jetzt war schon so schön. Wollte da nur nicht vorhin stehen bleiben, weil wir da schon relativ müde waren und alles. Genau hier. Yeah. Woohoo. Oh, das ist ein geiles Gebiet. Oh, und unten ein geiler Wagen hier, by the way. Schnicker Wagen. Alter, wir wollen hier die... Oh, genau. Das sind wir jetzt. So, wie sieht jetzt sein Kopf? Das sind wir. Aha. Mhm. Der ass. Ah, gut, ein bisschen viel gestruppt hier vorne. Trotzdem schon eine sehr, sehr geile Gegend. So, mal schauen, wie oft wir unseren Hals umdrehen können. Aber okay. Jetzt haben wir. Oh. Gut. Ich glaube, wir haben unseren Hals einmal zu oft umgedreht. Irgendwie ist das die Physik kaputt. Ding. Okay. Warte, weiter. So, geile Gegend hier. Ah, oh, kommt ein Boot. Leider kann man in deren Sicht nicht zoomen. Man kann nur zoomen, so mal so, wenn man im LKW drin ist. Oh, ein Segelboot. Nein, das ist auch nicht. Da ist der Strauch weg. Warum? Ich lieb's dann auf der Straße oder was? Tatsächlich. Ich glaube das nicht. Das muss ich erstmal schaffen, Junge. So dumm muss ich erstmal sein als Autofahrer. Eieiei. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, dann das soll mit der Folge gewesen sein. Viel mehr können wir jetzt gerade nicht machen. Hier müssen wir noch, ne, hier müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen, bis wir den Kredit raus haben. Aber sollten wir in der nächsten Woche den problemlos schaffen, also in den nächsten 8 Folgen denn problemlos schaffen. Und dann können wir mal gucken. Wir haben aktuell fast 1 Mille pro. Also 100.000 auf jeden Fall pro Tag. Schon mal ordentlich. Ja, läuft mittlerweile echt gut. Ja, wir sind jetzt auch mittlerweile auch in ETS. Mittlerweile im Endgame. So, das Midgame ist definitiv vorbei. Ja, wir sind auch schon Level 30. Das heißt auch, Fähigkeiten kommt nichts mehr. So, wir können jetzt also schon alles. Wie gesagt, spätestens ab Level 36 ist man definitiv im Endgame. Aber selbst so, ich meine, 100.000 pro Tag kannst du ja eigentlich mittlerweile auch schon machen, was du möchtest. So, das ist... Ja. Nice. Dann speichern wir an der Stelle auch mal. Wieso können wir jetzt mal hier einen schönen Spot suchen? So, mal ein bisschen lang zu nehmen, ein bisschen glatt sehen, ohne die Steine mitzunehmen. Ungefähr so. Kamera ordentlich ausrichten. Ein bisschen mehr von der Volle zeigen. Von der Landschaft zeigen. So, speichern wir mal. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ne. Bam. Und wie ist das Bild geworden? Noch. So gut aus. Und dann kommen wir an der Stelle. Ne? Fast vollgepumpt. Ausgeschlafen. Können wir nächstes Mal schön weitermachen. Von daher. Bis dann.